Herr Präsident, also es kann ja offensichtlich gar nicht so schlimm sein, was wir AfDler wirklich sagen, wenn Sie ständig dermaßen uns das Wort im Mund herumbringen. Ja, und auch so hier wieder. Ich habe im Grunde genommen die Zahlen, die ich referierte, kommen von der Bundesärztekammer. Ja, das sind dann gewissermaßen offizielle Vorurteile. Das ist doch Unsinn, was Sie da erzählen. So, und jetzt nochmal zum Thema Konversionstherapien. Herr Martin, Ihre Frechheiten da. Es ging um das Thema Konversionstherapien. Und wie Sie vielleicht gemerkt haben, komme ich aus dem christlichen Umfeld. Und da ist natürlich schon die Frage ziemlich relevant. Wo ist eine Konversionstherapie, die Sie am liebsten mit Elektroschocks assoziieren wollen? Und wo beginnt das Gespräch? Ja, und diese Kriminalisierung von solchen Gesprächsangeboten, die konnte und wollte ich auch bis heute nicht mittragen. Und deswegen habe ich mich enthalten. Und mir jetzt irgendetwas anderes unterzuschieben, das ist einfach billig und tatsächlich widerlich.